Wolfgang Zanger, FPÖ. Also ein bisschen eigenartig finde ich die zwei Regierungsparteien, ÖVP und SPÖ, ja schon immer. Aber es wird mir, je länger ich da zuschaue, immer suspekter. Zuerst schauen Sie jahrelang zu, wie in diesem Land zigtausende Bauern sterben, insbesondere die ÖVP schaut dazu. Zigtausende Bauern in den letzten Jahren haben ihre Höfe geschlossen und sind gestorben. In der Steiermark werden momentan irrsinnig viele Volksschulen, Krankenhäuser geschlossen, also Krankenhaussterben, Volksschulsterben, Gemeindesterben mit den Zwangsfusionen haben wir dort. Also wo man hinschaut, jetzt auch noch die Wirte, bei euch zwei Parteien wird immer in einer Tour irgendwo gestorben. Das ist mir ziemlich, kommt mir ziemlich makaber vor bei euch. Wie soll euch die Bevölkerung nicht noch vertrauen? Also mich, ich bin fest überzeugt davon, dass ihr am 31. Mai in der Steiermark eure Einzeignungsmesse gelesen kriegt von den Wählerinnen und Wählern. Aber als doch jemand, der zugibt, hin und wieder in einem Gasthaus auch recht leidenschaftlich zu einem Kaffee oder zu einem Glas Bier eine Zigarette zu rauchen, möchte ich mich ein bisschen damit beschäftigen. Es ist schon ein bisschen angesprochen worden, dass es da zu Problemen kommt, weil wenn dieses Rauchverbot in den Gasthäusern einsetzt, haben wir zwei Möglichkeiten, und der Raucher geht gar nicht mehr rein. Und was ich so beobachte, sind Raucher eigentlich recht gute Gäste und sorgen auch für entsprechende Umsätze in den Lokalen. Wenn sie aber dann doch hineingehen und dann nicht rauchen dürfen drinnen, dann wird eins passieren, sie werden sich alle in das Freie hinaus begeben, auf die Straßen oder sonst wohin. Es wird sicherlich zu Problemen kommen mit dem Lärm, Lärmbelästigung, Lautstärke, es wird draußen geraucht. Dann fühlt sich wahrscheinlich noch der oben Wirt wohnt, durch den Rauch, der von unten hinaufzieht, belästigt. Also es wird eine spannende und lustige Zeit werden, aber das vielleicht nur für euch, für die Wirten ganz bestimmt nicht, und dahinter stehen wir. Wir sagen ja zu den Wirten, ja zu unserer Kultur, ja zu unseren Gasthäusern, die möchten wir erhalten und es ihnen auch etwas leichter machen, weil das, was ihr macht, das ist ja seit Jahren nicht mehr zum Anschauen. Aber es geht ja noch weiter. Es sollen ja auch, wenn es nach den Plänen geht, Vereinslokale oder Vereine betroffen sein, in denen nicht mehr geraucht werden darf. Ich meine, das sind im Prinzip private Unterkünfte. Frage ich mich, was mischt sich da der Staat ein, was in einer privaten Räumlichkeit passiert? Bei den Zeltfesten. Ja, wer wird denn noch zu einem Zeltfest gehen, bitte? Und wisst ihr nicht, oder habt ihr wirklich euren Bezug zu den Vereinen schon so verloren, dass die sich über die Zeltfeste mittlerweile zum Großteil finanzieren, weil die öffentliche Hand es vielleicht auch nicht mehr schafft und weil es die Wirtschaft, wo man hingeht und man Sponsoring bietet, ich denke jetzt auf die kleinen Fußballvereine, ja auch nicht mehr der Blast. Ja, wie soll denn das gehen noch bitte? Denkt ihr da überhaupt nicht mit? Also mich schreckt da wirklich, was ihr macht. Arbeitnehmerschutz, alles Recht und Schein. Jetzt kommt die Frau Schittenhelm und sagt, Familienmitglieder müssen geschützt werden. Ja, ich fürchte mir schon davor, was da der nächste Schritt sein wird. Wenn ich jetzt mit dem verheiratet bin, der nicht raucht, darf ich sie dann heiraten auch nicht mehr oder was? Oder darf ich daheim dann auch nicht mehr rauchen in meinen eigenen vier Wänden? Ja, aber wo kommen denn da hin? Das ist nicht das, was ich mir vorstelle, das sage ich euch ganz ehrlich. Und da werden wir schon auch ein bisschen einen Baum aufstellen, aber ganz sicher. Zum Herrn Marz nicht, jetzt ist er nicht da, aber Statistik hat er interpretiert von der Frau Kollegin Dietrich. Aber ich kann ihm, rauchen wird das sein. Ja, passt eh, ist eh okay. So ja. Aber ich möchte ihm sagen, warum die steirischen Wirte ihre Zukunft grundsätzlich positiv sehen. Weil dort eben nächsten Sonntag Landtagswahlen sind. Und weil in der Steiermark am 31. Mai die alten Systemparteien Rot und Schwarz abgewählt werden und die Wirte da einen Hoffnung sehen, einen blauen Hoffnungsschimmer, dem sie auch ihre Stimme geben werden, können Sie sich sicher sein. Und dann sagt er zum Schluss noch, so überheblich, wie es nur so ein alter roter Bonze sein kann, die Frau Dietrich soll ernsthaft reden,
Statt über einen Vierten. Herr Abgeordneter, ich würde auch Sie ersuchen, sich in Ihrer Wortwahl zu mäßigen. Bitte setzen Sie Ihre Rede fort. Er sagt sofort, Kollegin Dietrich, Sie sind ernsthafter reden, statt über einen Wirten, der zugesperrt hat, und dort, weil dort nicht mehr gesungen wird. Aber ich kann den Herrn Marzen da beruhigen, es wird dort noch gesungen und es wird in vielen steirischen Gasthäusern noch gesungen. Aktuell gibt es da einen ganz großen Hit, ein Stanzl von der Gruppe, die sich dann nennt Rerzermix. Und das Stanzl heißt, es gibt so viel Trottel auf der Welt. Ich will damit nicht unterstellen, dass damit die rot-schwarzen Regierer in Bund und Land gemeint sind. Aber ganz ausschließen kann ich es auch nicht. Auf den Zigarettenpackungen findet man jetzt immer diese wunderbaren Sprüche, wie schädlich doch das Rauchen ist, demnächst vermutlich auch auf den Bierflaschen und Weinflaschen und sonstigen. Und da steht oben, Rauchen fügt Ihnen und Ihrer Umgebung erheblichen Schaden zu. Das mag sein, aber diese Regierung fügt unserer Bevölkerung noch einen viel größeren Schaden zu. Also.